So, ich gehe mal ein kleines bisschen aus dem Bild, damit man auch sieht, was Phase ist. Ja, wie schon gesagt, hier unten der Tunze Hub ist ausgezogen. Der ist jetzt oben. An dem Bereich hier hat sich eigentlich nichts weiter verändert. Wir haben hier noch die Steuerung für die beiden Tunzepumpen, die jetzt immer noch sauber ihre Arbeit tun, wo ich überhaupt kein Problem mehr mit habe jetzt von der Leistung her. Da kommt das raus, was rauskommen soll. Also war im Prinzip das Gitter, was davor war, aber egal. Hat sich somit erledigt. Ja, ihr seht, der Bereich hier vorne ist frei. Da wird der Neos reinkommen. Der wird mit der mittleren Kartusche da seinen Job machen. Reicht vollkommen aus für das, was ich hier vorhabe. Da lassen sich auch im Endeffekt dann zwei Medien einsetzen. Was neu dazugekommen ist, weiß ich gar nicht. Habe ich ihn vorgestellt? Ja, nein, vielleicht. Ich habe da hinten wieder, habe ich eigentlich erzählt, wieder Ozon dran. Und zwar habe ich den Ozonisator der Firma Aquamedic da hinten dran. Die Firma Aquamedic war so nett und hat mir den zur Verfügung gestellt, weil ich meinen anderen, ja, entweder habe ich ihn weitergegeben, ich finde ihn auf jeden Fall nicht mehr. Hab gefragt, wie schaut es aus? Habt ihr noch einen? Könnt ihr mir einen zur Verfügung stellen? Ich glaube, ein Video dazu habe ich auch gemacht. Ein kleines Shorty war das. Heute mal ein Shorty zu den Ozongeräten der Firma Aquamedic. Da gibt es vier verschiedene Größen. 30, 90, 250 und 400 Milligramm, die diese Geräte produzieren können. Und die kommen in dieser Form, schönen schwarzen Box. Wir haben hier einen Stromanschluss, wir haben hier zwei Anschlüsse für Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser, eine Wandhalterung und hier oben unser Bedienteil. Plus, Minus, An und Aus und die Anzeige für die 10 Leistungsstufen, die man an diesem Gerät einstellen kann. Was mache ich mit Ozon? Mit Ozon verbessere ich meine Wasserqualität. Wie kann ich das überwachen? Am besten mit einem entsprechenden MV-Monitor, ein Redox-Messgerät. Wie das geht, habe ich in einem Video festgehalten. Und was Ozon genau ist, habe ich auch in einem Video festgehalten. Ozon, müsst ihr wissen, ist im Endeffekt ein Giftgas, was hingeht und uns Gelbstoffe, Nesselgifte und ähnliches aus dem Wasser ziehen kann. Wie man damit umgeht, solltet ihr euch definitiv nochmal genau anschauen. Aber wir haben hier die Möglichkeit, sowas dosiert einzusetzen. Der ist da hinten jetzt mit dran und in der niedrigsten Einstellung, das ist der 30 Milligramm ist das, und der läuft jetzt auf Stufe 6. Das heißt, wir haben so ungefähr ja, 15, ca. 20 Milligramm, die da momentan reingehen. Und tatsächlich von der Klarheit her ist das Becken absolut top diesbezüglich. Also ich kann definitiv Ozon empfehlen. Aber man muss halt auch wirklich darauf achten, dass alles passt. Weil, muss man eben schauen, ich habe ja noch den MV-Monitor hier. Komm mal raus. Hier am Laufen. Und hier ist jetzt eine Anzeige von 370. Das heißt, wir sind noch in einem Bereich, der okay ist. Der sollte ja zwischen 320 und 420 ungefähr liegen. Der MV-Monitor zeigt mir im Endeffekt an, also sprich der Redox-Wert, das Potenzial der gesamten biologischen Prozesse. So, wenn das Ozon mit ins Spiel kommt, dann steigt dieser Wert. Und anhand der entsprechenden Einstellung kann ich sehen, okay, das passt soweit, ich könnte noch ein kleines bisschen mehr. Will ich das? Ja, nein? Werden wir sehen. Ich habe im Prinzip über diesen Monitor im Auge. Das ist halt nur ein normaler Monitor, wo ich drauf gucken kann. Ich kann es damit aber leider nicht steuern. Ja, was aufgefallen ist, ist definitiv, dass sobald das Ozon mit an den Abschäumer dran gesetzt wird, so ein kleines bisschen, ich sag mal, die Abschäumerleistung nach unten geht. Da muss ein bisschen mehr Power drauf gesetzt werden, weil der ja unter anderem auch jetzt mehr Luft einziehen soll. Und der Wasserstand im Abschäumerrohr muss erhöht werden, weil sich dann der Schaum anders verhält. Ja, unter die Zugabe von Ozon ist die Schaumbildung tatsächlich ein wenig anders als wie jetzt ohne Ozon. Aber das sieht man im Endeffekt dann. Also ich habe ja sowieso schon reduzierte Abschäumerleistung.
oder Abschirmer Austrag aufgrund der Tatsache, dass der Fließfilter da drin ist. Der holt ja auch schon relativ viel raus. Ihr seht, da hinten ist gerade eine neue Rolle drauf. Aber das, was der da hinten hier aus dem Becken rausholt, ist schon einiges. Das wäre normalerweise früher immer in den Abschirmer reingegangen. Dem ist jetzt nicht mehr so, beziehungsweise nicht mehr so viel. Deshalb muss ein bisschen mehr Leistung draufgebracht werden, damit überhaupt noch was abgeschäumt wird. Und das Ozon geht dann halt auch nochmal hin und beeinflusst das Ganze auch nochmal. Das muss man halt so ein kleines bisschen rausfinden. Ja, das ist im Prinzip, müsste ich jetzt nochmal schauen, ob ich noch was habe, ob ich noch was vergessen habe. Ja, wir wollten noch zum Futter kommen. Da kommen wir jetzt zu. Ja, Thema Futter. Ich bin ja die ganze Zeit immer auf der Suche nach Futter gewesen, was ich da hinten in meinem DIY-Futterautomat einsetzen konnte. Grundsätzlich gilt es erstmal die Pumpenköpfe, die da hinten eingesetzt sind für die älteren Pumpen. Da gab es eine Rückrufaktion. Falls, ich weiß es noch nicht, bis zu welchem Datum das war. Könnt ihr mal bei Refactory nachfragen. Die Pumpenköpfe bei den in der großen Version mussten ausgetauscht werden, weil mit den Schläuchen war irgendwas nicht in Ordnung. Habe ich hier auch tatsächlich gemerkt. Der Schlauch hat gestockt, beziehungsweise das Gerät hat gestockt und lief nicht mehr sauber. So, jetzt ist es im Endeffekt so, dass ich jetzt hier hingehen kann, nachdem ich jetzt den Pumpenkopf wieder ausgetauscht habe und das Ding wieder läuft. So, wo haben wir es? Ich liebe diese neue Ansicht, nämlich gar nicht. Da, Futterautomat. Manuelle Dosierung. Dosierung 1,5, also 1,5 Milliliter. Der läuft jetzt ohne Probleme an und ihr seht, meine Fische reagieren auch schon. Ich sehe das da vorne im Spiegel. Die kennen das Geräusch und es wird dementsprechend gut was eingetragen. So, jetzt war ich natürlich immer wieder auf der Suche nach, ich sag mal, Futter, was man einsetzen konnte. Zuletzt hatte ich ja eingesetzt die Artemia, hier eine welche hier, der Firma Aquaforest. Die funktionieren, aber nur die Artemia. Und das ist eine Sache, die ja mir so ein kleines bisschen im Magen gelegen hat, weil nur Artemien sind im Prinzip das Fastfood in der Meerwasseraquaristik. Da musste auch was Gehaltvolleres rein. Und hat mich der Corey angesprochen, ja, wir haben doch hier von Nios, haben wir doch die neuen Futtersorten, die sind gut. Ja, Nios habe ich dann entsprechend ja auf der in Dortmund auf der Messe getroffen, haben uns ein bisschen unterhalten und ich habe dann dementsprechend schon mal Artemien mitgenommen. Die habe ich schon mal probiert. Die haben definitiv funktioniert. Da müssen wir schon mal nicht drüber reden. Und Vorteil hier bei denen soll sein, ich kann es nicht nachweisen, weil ich da keinen Plan von habe, die in dieser Flüssigkeit platzen die nicht auf. Das heißt, die werden nicht größer. Ja, andere Futtersorten sollen angeblich in der Konservierungsflüssigkeit aufgehen und dann sollen die Panzer platzen, ähnliches, wie auch immer, keine Ahnung. Aber, nicht aber, hier haben wir im Prinzip die Myses, ich glaube, dass es Myses sind, weil es steht Chromys drauf. Genau, jetzt habe ich es. Es sind Myses, klar, logisch. Tatsächlich in der Größe von 0,2 bis 20 Millimeter. So. Aber durch die spezielle Konservierungsmethode, die Nios da im Endeffekt einsetzt, stellen wir sie mal hier oben hin, bleiben auch die Originaltiere in der Größe erhalten. So. Und das ist der Vorteil und der Unterschied zu den anderen. Also zum Beispiel hier bei Aquaforest habe ich Myses probiert. Die gehen da durch den Schlauch nicht durch. Das funktioniert nicht. Die bleiben stecken. Die Myses da hinten gehen da durch. Das funktioniert. Ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen und habe das Ganze gemischt. Habe die Myses und die Artemia zusammen da hinten reingemischt. Das heißt, da hinten kommt jetzt ein Futtermix raus. Und die Fische sind somit, ja, besser versorgt wie vorher. Das finde ich geil.
Ja, dass ich halt Myses mit einsetzen kann. Myses sind gehaltvoller im Endeffekt für den Fisch, bringen den Tieren weitaus mehr als wie hier Artemias Fast Food und ergänzen dann das Gesamtsystem nochmal komplett. Da hinten steht ja immer noch mein Trockenfutterautomat, der einmal am Tag da hinten füttert mit der Kamera. Und da hatte ich jetzt tatsächlich, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt abgedeckt habe, kommt natürlich die Feuchtigkeit, die feuchte Luft da hinten direkt hoch. Ich muss den jetzt tatsächlich dadurch, dass der jetzt mehr feuchte Luft von unten bekommt, öfters mal kontrollieren, mir anschauen, den Auswurf anschauen. Habe ich jetzt gestern gemacht. Das war unten leicht verklebt, da kam fast nichts mehr raus. Also der hat da schon das Problem, dass er dann von unten anfangen könnte zu verkleben. Aber er kriegt natürlich da hinten an dem Loch auch extrem viel mit, weil da natürlich auch mein Aquawind dementsprechend mein Wasser bzw. die Luft da reinpustet und somit die Verdunstungs das komplette Verdunstungswasser da hinten an dem einen Loch rauskommt und natürlich hier an der Seite, wo ich so ein kleines bisschen den Luftspalt gelassen habe. Also ist er einer höheren Feuchtigkeit ausgesetzt und bei der höheren Feuchtigkeit scheint er dann hier und da zu verkleben. Also muss man da auch nochmal öfters nachschauen. Aber trotz alledem, das Ding tut seinen Job. Da müssen wir nicht drüber reden. Also ich mache mal wieder den Futterautomaten hier leer. Empty. Das funktioniert jetzt auch wunderbar im Endeffekt, dass ich das Ganze wieder zurückpumpen kann. Also die neuen Pumpenköpfe oder die aktuellen Pumpenköpfe, die jetzt mit den Pumpen ausgeliefert werden, funktionieren dann also sehr viel besser. Ich müsste jetzt nochmal probieren, wie das mit den anderen Futtersorten funktioniert. Habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht. Machen wir dann fürs nächste Mal. So Leute, und last but not least gehen wir nochmal eben kurz auf meinen Scheibenreiniger ein. Da habe ich ja im Gebrauch den Flipper Edge und der ist von mir ja modifiziert worden. Nehmen wir den mal hier auf Seite, damit die beiden sich nicht anfangen zu knutschen. Ich habe ja hier die Klingen von New Wave eingearbeitet. Das habe ich größer ausgefräst, das ist passt also nicht sofort rein. Man muss also tatsächlich mit einem Dremel und einem entsprechenden Fräskopf das Ganze vergrößern, aber es funktioniert dann. Und wo man darauf achten muss, ist, ja, der hat jetzt, genau das habe ich gerade befürchtet, ich drehe das mal eben um, man darf es nicht zu sehr reindrücken, das ist bei der Fräsung tatsächlich passiert, muss ich nochmal nacharbeiten. Ja, ihr seht das, das darf nicht sein, der muss tatsächlich richtig drin sitzen. Und darf nicht zu sehr wippen, beziehungsweise eigentlich gar nicht. So, jetzt haben wir es. Ich hatte ja gesagt, hier die Seite ist fast unempfindlich, beziehungsweise drückt alles weg. Jetzt hatte ich hier, ich versuche das gleich mal mit einzublenden, habe ich hier so kleine süße Mini-Täubchenschnecken. Diese Mini-Täubchenschnecken kommen hier an der Seite dran und gehen nicht weg. Da muss man aufpassen. Da habe ich mir nämlich wieder mal ein paar kleine Kratzerchen reingepackt, die natürlich jetzt im Endeffekt durch die Panterei CD40 wieder entfernt werden. Aber wichtig ist halt, dass man im Vorfeld hingeht, wenn man solche kleinen Täubchenschnecken hat, erstmal mit der Klingenseite hingeht und die entsprechenden groben Sachen entfernt. Dann sieht man auch, dass hier, zack, da gehen die Schnecken direkt runter und auch die kleinen. Und wenn das dann im Prinzip das Grobe weg ist und noch feine Sachen da sind, das blende ich euch separat doch nochmal eben ein, dann kann man ihn drehen und dann nochmal den normalen Schwamm hinterherziehen. Also sprich die entsprechende andere Seite hier. Moment, einmal flippen. Komm. Das sollte so nicht sein, aber ja. Und dann kann man hier dementsprechend ganz normal weitergehen. Das funktioniert wunderbar.
Aber das ist halt noch eine Sache, wo ich gemerkt habe, das sollte es vielleicht nochmal weitergeben. Ansonsten, die weiche Seite, die der Flipper hier hat, die ist absolut geeignet. Ich habe keine weiteren Probleme hiermit. Auch hier in der Innenseite. Wenn da jetzt keine Täubchenschnecken sind, dann gibt es auch keine Kratzer. Ja, und somit sind wir durch für heute. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, das waren zwei Teile, war wirklich wieder lange. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen oder ähnliches haben, schreibt es runter in die Kommentare. Denkt an die Däumchen für den Algorithmus. Teilt dieses Video, damit der Kanal wieder auf Vordermann kommt. Und vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wann immer dieses Video auch geschaut habt, schönen Tag, Abend oder Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao.